Ja, Freunde, weiter geht's mit Das Böse unter der Sonne. Und ja, ich würde sagen, dass man die Instruktionen schauen, Schreibmaschinen, bla 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 bla. Hatten wir letztens schon gelesen. Ich würde sagen, wir fahren mal aufs Festland. Hallo? Sie brauchen den Meerestraktor, ja? Ja, bitte. Bin schon unterwegs. Mr. Poirot, ich wollte Ihnen danken, dass Sie dieses Missverständnis zwischen Gladys und mir aufgeklärt haben. Ich weiß wirklich nicht, wie sie darauf kommt, mir könnte etwas an so einem Schulmädchen liegen. Ich kann doch nichts dafür, wenn so ein Kind beschließt, sich bei der Garage rumzutreiben. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich habe das Gefühl, sie hat das nur getan, um mir meine Schaufel zu klauen. Eine Schaufel zu klauen. Die habe ich ja gefunden. Ich glaube, das müsste seine Schaufel sein, aber das ist wahrscheinlich erstmal egal. So. Morgen, Sir. Ich habe gerade einen Botengang erledigt. Sagen Sie, Sie verstehen nicht zufällig etwas von Automobilen, oder? Doch, das tue ich. Hastings, was lassen Sie mich da sagen? Ich verstehe absolut gar nichts von Automobilen. Ich aber, Poirot. Mal sehen, was er will. Was möchten Sie denn wissen? Bei Major Barrys Wagen müssen die Kontakte gereinigt werden. Er will, dass es so schnell wie möglich erledigt wird, aber ich muss den Motor des Meerestraktors testen. Er hat in letzter Zeit ein wenig gestottert. Ich möchte nicht, dass jemand auf der Insel strandet. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir helfen könnten. Dieser Bengel bittet den größten Detektiv der Welt um so etwas. Einen Moment, Poirot. Es kann nicht schaden, einen gewitzten Jungen wie Jenks auf unserer Seite zu haben. Ich kann bei Major Barrys Wagen keine Kontakte sehen. Und Automobile, die sind dreckig. Unsinn. Man sollte meinen, Sie haben noch nie von Seife gehört. Ich habe selber noch nie Kontakte gereinigt, aber dafür brauchen wir nur eine Anleitung. Die aktuelle Ausgabe des Motor Enthusiast Magazine hat zu dem Thema einen leicht verständlichen Artikel. Ja, das stimmt allerdings. Den Artikel, den haben wir hier. Kurz reinschauen. Hobbymechaniker, ihr könnt mehr als nur Öl wechseln. Zum Beispiel Zündkontakte reinigen. Ventilkappe abnehmen, Zündsystem prüfen. Ein Zündkontakt ist an der Grundplatte angebracht. Ein Zündkontakt ist am Ende des Zapfens angebracht. Zündkontakt vom Zapfen mit dem Schraubenschlüssel entfernen. Stationären Zündkontakt mit einem Schraubenzieher entfernen. Von jedem Zündkontakt den Rost mit einer Feile abkratzen. Zündkontakte wieder einsetzen. Verteilerkappe wieder anbringen. Sich auf die Schulter klopfen. Naja, wir brauchen ja bloß hier praktisch die verdreckten Kontakte zu reinigen. Das dürfte kein Problem sein. Werkzeug haben wir hier. Autsch! Da hat mich was gepiekt. Ein Metallsplitter, vermutlich magnetisch. So, den Schraubstock brauchen wir dafür nicht. Wer sich etwas mit Autos auskennt, sollte das auch hinbekommen. So, fangen wir mal an. So. Aha, okay. Erstmal. Schraubenschlüssel hatte ich auch. Der ist hier gelandet. Ziemlich unpraktisch. Das lässt sich nicht trennen. Ja, ist gut. Ja. Schraubenzieher. Nein. Doch. Doch. Wetten. Hier zumindest. Das lässt sich nicht. Ja, okay, da habe ich wohl schon was rausgenommen. Ah. Und das müssen wir jetzt mit der Feile säubern. Also hätte ich ja praktisch alle drei Werkzeuge, die auf der Bank lagen, schon dann benutzt. Zweifelsfrei, mon ami. Matter Zündkontakt, der ist matt. Also auch nochmal mit der Feile drüber. Damit die Kontakte wieder greifen und das alles schön funktioniert. Ja. Ihre Instinkte sind gut ausgeprägt, mon ami. So. Mhm,
wieder ein Puzzlestück eingefügt. Ja, für dich ist alles ein Puzzlestück, was eigentlich auch stimmt, aber hat einfach keine Ahnung von Autos. Das ist wohl kaum Halt. Doch. Gut gemacht, alter Knabe. In ganz Devon gibt es nicht genug Seife, um meine Hände wieder sauber zu bekommen. Poirot chauffiert keine Automobile, Hastings. Ich sollte aber fahren dürfen, wohin ich möchte. Ich werde nicht versuchen, das Automobil zu lenken. Wir brauchen Leathercombe Bay nicht zu verlassen, um den Fall zu lösen. Das ist unfair. Warum darf ich nicht eine Spritztour machen, um die Spinnweben aus meinem Hirn zu pusten? Im Interesse unserer Freundschaft werde ich die Spinnweben nicht weiter kommentieren. Tja, ganz schön frech. Aber wir haben das Auto ordentlich gesäubert. Die Kontakte. Morgen, Sir. Der Motor des Traktors schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Hatten Sie bei Major Barrys Automobil schon Erfolg? Ja, entgegen aller Erwartungen habe ich die Beziehungen mit großem Erfolg gereinigt. Wie bitte? Kontakte, alter Knabe. Und auch die Kontakte. Sehr gut. Bin Ihnen sehr verbunden, Sir. Die Beziehungen. Ja, ich weiß, Kontakte knüpfen, Beziehungen knüpfen. Es ist ähnlich, aber ja. Aber was will ich eigentlich hier? Ich würde mal sagen, das Dorf ist so gut wie verlassen. Das war schon immer verlassen. Seitdem ich hier das erste Mal aufgetaucht bin, sah die Straße gleich aus. Das ist nicht wahr. Habe ich hier was zu erledigen? Das dürfte. Wir haben eine ganze Reihe Bücher zu verkaufen, Sir. Okay, das war die Geschichte mit dem Buch. War hier irgendwas zu tun? Kann ich Ihnen helfen, Sir? Non, merci. Nein, wahrscheinlich noch nicht. Na sowas. Dahinter dem Schrank steckt ja ein Umschlag. Da sehe ich Hastings. Und die Katze sehe ich auch. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich möchte gern ein Telegramm verschicken. Selbstverständlich, Sir. Wir brauchen das Telegramm. Tja, wie kriege ich die Katze? Madame, wie heißt denn dieses Geschöpf? Das ist meine Chloe. Ist sie nicht goldig? Ganz reizend. Ich irgendwas, ein Stein oder so. nein, ich bin nicht so fies. Lass mal etwas Ordnung schaffen hier. Das ist immer alles so weit weg, was man braucht. Okay, gut. Dann gehe ich mal davon aus, dass die Katze dann, dass die gute Frau dann später auch nicht mehr hier drin ist. Gehen wir ins Pub. Außerdem müsste ja auch die Polizei hier, wie der Polizist, irgendwo zugegen sein, wenn er das nicht ist. Morgen, Poirot! Major, Sie sind schon hier? Ich habe schon mit dem Hund gearbeitet. Er wird tun, was ich sage. Sind Sie bereit? Fangen Sie an, Major. Achtung, Baskerville! Bei Fuß! Ein Wunder ist das, jawohl! Sitz! Kinder, leicht einen Hund abzurichten. Man muss nur wissen, wie man mit ihnen redet. Ihr Können ist phänomenal, Major. Nun werde ich die Tür öffnen. Sagen Sie ihm, er soll hineingehen und wir lassen der Natur ihren Lauf. Auf Ihr Kommando, Poirot. Rein, Baskerville! Baskerville, rein in den Laden! Ah, er bewegt sich keinen Zentimeter, Poirot. Keine Ahnung, wo das Problem liegt. Gibt es eine Möglichkeit, ihn hineinzulocken? Hastings... Sie müssen etwas finden, um Baskerville in diesen Laden zu locken.
Boah. Hastings, Sie müssen etwas finden. Okay, wo sitzt der Hund? Ach, hier vorne. Ich erkenne ihn etwas schlecht. Was soll ich denn nehmen? Etwas, ein Katzenhaar, oder? Dies ist wieder die... Ich muss etwas finden, um den hier reinzulocken. Boah, Leute. Der Ball. Vielleicht ist es der Ball. Sie denken, Poirot würde diesen Weg wählen? Oh, ich denke nicht. Muss ich den Ball hier reinschmeißen? Das wäre ziemlich Unfug irgendwie, ja? Nein. Wie locke ich den Hund hier rein? Das ist doch wohl... Und hier steht doch die Frau und das fällt doch auf, ja? Das ist keine Se- Was kann ich für... Ich möchte gerne... Ich weiß nicht, was ich hier finden, tun und machen soll und oder dem Hund geben soll. Ich weiß es nicht. Bin ich bekloppt? Okay, keine Antwort bitte. Nochmal auf die Katze ansprechen. Madame, wie heißt denn die... Das ist meine... Ganz reiz... Hastings, Sie müssen... Bleibt er stehen? Dann gehe ich erstmal weiter, ja. Den Ring austauschen. Ich glaube, das hatte ich schon mal versucht. Ah, nein. Hallo, Monsieur Poirot. Eine so ratlose Miene sieht Ihnen ja gar nicht ähnlich. Mr. Bagby, wo würden Sie nach Tom Cutters Schatz suchen? Wenn es ihn gibt, dann würde ich ihn in Cutters Cove vermuten. Aber seit Jahrhunderten versuchen Leute, diesen Schatz zu finden. Und nie ist etwas dabei herausgekommen. Allein der Versuch ist blanker Unsinn, wenn Sie mich fragen. Schönen Tag noch, Monsieur Bagby. Wenn Ihnen der Sinn nach einer Party Darts steht, lassen Sie es mich wissen. Ja, das war ja auch nicht gerade... Oh, was liegt denn hier? Igitt, ein Butterbrot mit Corned Beef. Nicht mehr ganz taufrisch, wie ich deutlich rieche. Aber es wird seinen Sinn haben. Mit den Dartpfeilen war aber auch noch was, das weiß ich. Lust auf eine Kuh. Ja, okay. Ich werde mein Glück... Ich habe sie. Ich habe... Ja. Weil in dem Pub, der geschlossen war, ist ja auch noch so ein... Da haben Sie sich aber nicht gerade mit Ruhe... Nein, habe ich nicht. Eine Dartscheibe... Okay, das ist noch nichts. Habe ich da hinten was gesehen? Sorry, wenn ich da hier zurückgehe. Aber jetzt machen wir das mit dem Hund. Jetzt wird es lustig. Das muss reichen. Das muss jetzt reichen. Dies ist wieder... Hinstellen. Genau das hat Poirot auch gedacht, Hastings.
War das wieder der arme Baskerville? Man sollte meinen, er hätte gelernt, sich hier nicht mehr blicken zu lassen. Ha, das war ja jetzt schön, ja? Den Flohteppich erstmal verjagt. Cool. Noch irgendwas? Dann werde ich mal schauen, was wir da so gerade genommen haben. Briefe. Die fehlende Post, den Klauen des Verbrecherkönigs unter den Katzen entrissen. Ja, die fehlende Post. Voilà, Madame Hughes. Der Fall der verschwundenen Post ist aufgeklärt. Ach, wollen Sie etwa sagen, meine liebe kleine Chloe hat diese Briefe aus Versehen dorthin zurückgeschoben? Dass ihre Katze sie fortgeschoben hat, um ihr Nickerchen machen zu können, ist eine Tatsache. Ob das nun ein Versehen war, das kann Poirot nicht sagen. Ach, Monsieur Poirot, wie kann ich Ihnen je danken? Es ist mir ein Vergnügen, Ihnen behilflich zu sein, Madame. Sie könnten jedoch Poirot im Gegenzug einen Gefallen tun. Welchen denn? Treffen Sie Ihre Wahl mit Bedacht, Hastings. Oh, was haben wir denn hier? Ich könnte in Ihrem Laden Rabatt? Nein. Könnte ich mir ein, zwei Bücher gratis? Nein. Ich könnte Ihr Material zur Untersuchung von Substanzen gut gebrauchen? Ja. Genau, das ist wohl das einzig Logische. Ich könnte Ihr Material zur Untersuchung von Substanzen gut gebrauchen. Excellent, Hastings. Sie schärfen Ihre detektivischen Instinkte. Ich bin mir nicht sicher. Sie sind Detektiv. Colonel Weston wird sich für mich verbürgen. Na dann, natürlich. Ich freue mich, Ihnen helfen zu können. Merci, Madame. Sie erweisen Poirot einen großen Dienst. Und was soll ich jetzt damit testen? Ich habe ja eigentlich noch nichts. Blut? Wieso geht das nicht auf? Weil ich hier noch nichts machen kann, oder? Aber gut zu wissen, dass ich jetzt dort auch einfach so ran darf. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Non, merci. Non, merci, und wir verabschieden uns fürs Erste aus diesem Raum. Nicht von mir, ich muss immer hier hinten schauen, ob jetzt endlich mal dort jemand da ist. Tatsächlich. Ja, genau, da wollte ich auch noch einen Gefallen. Hallo Poirot, genießen Sie Ihren Urlaub? Das lasse ich Sie entscheiden, mein Freund. Ich habe mehrere Dinge mit Ihnen zu besprechen. Nur zu. Mrs. Marshall hat Drohbriefe bekommen. Teufel auch, von wem? Das ist noch unklar. Ich würde sie gerne mit der Schrift Ihrer Schreibmaschine vergleichen. Sie meinen, die Briefe stammen von mir? Ich muss jede Möglichkeit in Betracht ziehen, mein Freund, auch wenn sie noch so abwegig ist. Mit Vergnügen. Okay, er hat gemeint mit Vergnügen. Leeres Schreibmaschinenpapier. Naja, was? Das ist keine sehr. Ach, ich musste erst anschauen. Oh, ein schönes Modell. Bringt bestimmt ordentlich Kohle heutzutage. Da, sehen Sie nur, Hastings. Das E, das M und das H. Dies ist bar jeden Zweifels die Schreibmaschine, auf der die Drohbriefe getippt wurden. Es besteht kein Zweifel. Die Drohbriefe wurden auf dieser Maschine getippt. Aber das ist unmöglich. Keiner besucht Sie hier? Nun sicher. Viele Leute tun das. Neben meiner regulären Polizeitätigkeit wäre da noch der Zivilschutz, die Evakuierung
Moment. Ist Ihnen etwas eingefallen? Ich wünschte, es wäre nicht wahr, aber dieses Mädchen im Hotel. Sie kam herein und stellte alle möglichen Fragen über die Evakuierung. Ich glaube, sie wollte hören, dass das Hotel geschlossen wird. Ich erwarte übrigens jeden Tag den Befehl. War es Rosamund Darnley? Die würde ich kaum ein Mädchen nennen, Poirot. Nein, natürlich nicht. Hastings. Oh, Mann. Jetzt hätte ich wieder schätzen müssen, wer das ist. Linda Marshall war, glaube ich, älter. Christine könnte es sein. Weiß Christine Redfern? Ach, die Frau des jungen Herrn, der Mrs. Marshall hinterherläuft. Dieser Blatt hat gestern Abend im Monks Hood über die gestrige Angelegenheit geplaudert. Mrs. Redfern könnte Grund dazu haben, aber nein, sie war es nicht. War es Linda Marshall? Ja, sie war es allerdings. Schon schlimm, sowas. Ihrer eigenen Stiefmutter Drohbriefe zu schreiben. Wirklich sehr schlimm. Vor allem, weil sie offenbar auch Mademoiselle Darnleys Schreibmaschine gestohlen und in Christine Redferns Zimmer versteckt hat, um sie zu belasten. Eine kompetente Schlussfolgerung, Hastings. Es besteht noch Hoffnung für sie. Gehört Mrs. Castle dem Zivilschutz an? Ja, sie hat sich freiwillig gemeldet, obwohl sie nicht gerade eine große Hilfe war. Warum? Ihre U-Boot-Sichtungen entsprechen nicht denen meiner anderen Beobachter. Ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt danach Ausschau hält. Ich fürchte, es ist noch schlimmer. Sie hat ein deutsches Funkgerät, ein Codebuch und eine Signallaterne in ihrem Safe. Gütiger Himmel! Eine Kollaborateurin hier in Leathercombe Bay? Ich werde sie sofort verhaften lassen. Bitte noch nicht. Wenn Sie sie im Auge behalten, könnte sie sie zu ihren Komplizen führen. Ah, Sie haben recht. Ich lasse sie verfolgen, falls sie die Insel verlassen sollte. Excellent. Was können Sie mir über den Mord an Alice Corrigan erzählen? Scheußliche Sache. Ihr Mann hatte ein Motiv, aber auch ein wasserdichtes Alibi. Nicht mein Bezirk, aber ich habe einige Unterlagen in meinem Büro. Könnten Sie mir eine Zusammenfassung des Berichts beschaffen? Ich werde ihn mir heute Nachmittag aus Kingsbridge schicken lassen. Ist der Bericht über den Fall Millie Parsons eingetroffen? Ja, da ist er. Ich habe in London den Großteil davon bei Besprechungen des Zivilschutzes zu Evakuierungen gelesen. Ich hoffe, ich kann noch mal einen Blick darauf werfen, wenn sich die Dinge wieder beruhigt haben. Das heißt, falls sie sich wieder beruhigen. Ah, merci. Ich werde das lesen, sobald ich mit meinen Notizen fertig bin. Hastings, sehen Sie sich diese Anmerkungen zum Alibi des Lehrers Gideon Fell an. Sagen Sie mir, was Sie sehen. Poh, Opfer mit die Phasen, Schülerin, Miss Porters Schule für junge Damen, vermisst gemeldet, das Opfer besuchte, bla bla bla. Fell hat sich verdächtig verhalten. Zurück zur Schule gegangen. Etwas mit Fell. Was? Fell war dort 2 Stunden alleine. Suchte Emily Brewster. Ich muss das jetzt mal durchgehen. 13. Was? Fragt. Er zeigte sich während der Erstbefragung in höherem Grade nervös. Fell hat sich verdächtig verhalten, würde ich sagen. Ja, hat sich nervös. Fell berichtet, er habe am 12. Lyon, Brüggen, 19 Uhr und 19.40 Uhr zu Abend gegessen. Dies wurde zu Zeugenaussage bestätigt. Zwischen 20 und 22 Uhr hat Fell alleine in der Nähe des Restaurants eine Kinovorstellung besucht. Es lief ein Gruselfilm. Und der Film ist akkurat dieser gegeben. Es könnte ja... Nein, mit dem Film...
Ja, aber ist man nervös. Fell hat sich verdächtig verhalten. Ja, aber das könnte man auch als natürliche Reaktion auf den Tod einer Schülerin werten. Der Film. Etwas mit dem Film? Fell war dort 2 Stunden alleine. Was ist hinsichtlich des Films und Fells Alibis die wichtigste Tatsache? Nein, nicht das Thema, nicht der Titel, sondern die Länge des Films. Ja? Die Länge. Jede Menge Zeit, um nichts Gutes im Schilde zu führen. Da gebe ich Ihnen recht, mein Freund. Aber etwas anderes ist noch wichtiger. Thema. Der Nähe des Restaurantkinos ist oder ein Gruselfilm, Fluch der Inseln. Fell könnte eine abgerissene Eintrittskarte vorgewiesen und Fluch der Inseln. Das Thema. Ich wette, es ging um Voodoo. Ganz sicher. Aber wir hatten ja bereits vermutet, dass er dieses Thema in seinem Anthropologieunterricht behandelt hatte. Der Titel? Fluch der Inseln? Und warum ist er wichtig? Linda Marshall hat uns gesagt, Fell habe sie und einige Freundinnen mit in diesen Film genommen. Und das sagt Ihnen was? Er kannte bereits die Handlung. Und die Kinokarte vom 12. April, die sich in seinem Besitz befand? Er hat die Karte gekauft, ist aber nie ins Kino gegangen. Sie haben es, mein Freund. Gut gemacht. Colonel? Ja? Die Sache mit Millie Parsons. Dieses Alibi des Lehrers Gideon Fell. Das ist nicht winddicht. Wasser, Poirot. Das ist nicht wasserdicht. Ach ja? Es gibt Zeugen. Mädchen aus der Schule. Sie werden Ihnen bestätigen, dass Monsieur Fell Sie vor jener Nacht in Fluch der Inseln mitgenommen hat. Was Sie nicht sagen. Fell hat das Restaurant um 19.40 Uhr verlassen. Er kauft sich eine Karte für das Kino nebenan, eine Sache von nur wenigen Momenten. Dann geht er zum Wäldchen. Kurz vor 8:45 trifft er dort ein, als Millie Parsons Ballettstunde zu Ende ist. Er wartet, das Mädchen kommt. Der Mord geschieht. Er geht zurück zum Kino und kommt rechtzeitig, um Ende auf der Leinwand zu sehen. Donnerwetter, Poirot, Sie sind unglaublich. Ich hatte die Informationen, die Ihnen fehlten, mein Freund. Das ist alles. Ich muss sofort einen Bericht über das alles schreiben. Ich habe einen Mann dafür abgestellt, Mrs. Castle im Auge zu behalten, falls sie Leathercombe Bay verlassen sollte. Sieht so aus, als wären wir hier erst einmal fertig. Und ich auch. Und zwar mit diesem Part. Ja. Demnächst neue Aufgaben. Die Schreibmaschine der Drohbriefewaage wurde gefunden. Die Post, die Verschwundene, war einfach hinten festgeklemmt. Die Katze war schuld. Das Auto von Major Barry haben wir repariert. Und damit möchte ich diesen Part erstmal beenden. Und wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Part. Ich bin dann mal weg. Ciao.